Hier spricht Captain AJ Capello von der USS Steadfast. Brauchen Sie Hilfe an Bord? Captain, Sie können empfangen, aber nicht senden. Eingehende Textbotschaft. Klingonische Entertrupps an Bord. Die Situation ist jedoch unter Kontrolle. Ich kann mit deinem Außenteam rüberbeamen. Da vorne, zwei weitere Wissenschaftskreuzer, XO. Statusbericht? Sie haben sich aufgeteilt und sind unter Beschuss. Berechnen Sie einen Abfangkurs, Mr. Vandari. Volle Breitseite, alles raus, was wir haben. Ramba auf Position 91.47. Sie haben uns mit den Waffen erfasst. Ausweichmanöver! Ich kann nichts mehr finden. Er ist tot, Captain. Schadensbericht. Ablative Panzerung auf Steuerbord ausgefallen. Wir haben Hüllenbrüche auf den Decks 2, 3 und 4. Funktioniert nicht versagt. Wir halten keinen weiteren Treffer auf. Können wir das Feuer erwidern? Negativ, Sir. Die Waffen sind ausgefallen. Rufen Sie sie. Captain? Was du wollen, Mensch? Hier spricht Captain Arthur James Capello. Stellen Sie das Feuer ein. Wir ergeben uns. Ihr Menschen seid schwach. Wir blasen euch aus Sternen. Halt, Sie sind KVS-Offizier. Was ist mit Ihrem Ehrenkodex? Haha, Mensch, ich bin kein Klingone. Schah, was ist geschehen? Wo kam das Schiff her? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Sir. Meine Anzeigen sind alle ausgefallen. Es ist ein Lichtschiff bei. Captain, das Schiff ist zu schwer beschädigt. Das Antimaterie-Eindämmungsfeld. Es wird schwächer. Hier spricht der Captain. Wir verlassen das Schiff. Begeben Sie sich umgehend in die Rettungskapsel. Thank you.
Irgendwas auf den Sensoren, Xefo? Die Sensoren zeigen einen strukturellen Integritätsverlust in der ventralen Shuttlehülle an. Was? Sehr witzig. Wir bekommen Gesellschaft. Ein Schiff nähert sich mit Warp. Hier ist die USS Omega. Halten Sie sich zum Beamen bereit. Willkommen an Bord. Bitte folgen Sie mir, der Admiral erwartet Sie bereits. Ah, Captain Capello, Commander Afosi, willkommen an Bord. Danke, Sir. Ich wünschte nur, dieses Treffen hätte unter anderen Umständen stattgefunden. Ja, das glaube ich Ihnen, Captain. Gentlemen, bitte nehmen Sie Platz. Sie hatten großes Glück, dass wir Notsignal überhaupt Empfang hatten. Wir waren nämlich eigentlich auf dem Weg von Tyrus nach Ramatis. Ihr Glück, dass es einen Neutronensturm im Romi-Sektor gab, den wir umfliegen mussten. Wir waren auf Patrouille entlang der neutralen Zone, als wir einen Notruf der Vulkanier empfingen. Ich verstehe. Besagt der Notruf, warum die Vulkanier in diesem Sektor waren? Nein, Sir. Hätten wir den Zusammenstoß mit den Klingonen überstanden, hätten wir nach den Logbuchrekordern gesucht. Krell an Dornady. Scannen Sie die Überreste der Schiffe und suchen Sie nach Logbuchbojen. Zu Befehl, Sir. In der Zwischenzeit lasse ich Ihnen und Ihrer Crew Gästequartiere zuteilen. An Capello. Bitte kommen Sie auf die Brücke. Ich bin schon unterwegs. Kurs nach Ramatis ist gesetzt. Bereit für Warp auf Ihr Kommando. Gibt's was Neues? Wir haben die Logbuchboje der VSS Twee Soldier geborgen. Die Explosion hat sie allerdings schwer beschädigt. Konnten Sie auf die Daten zugreifen? Naja, wir konnten die Kursdaten auslesen, einige Logbuchdaten, aber wirklich viel ist es nicht. Was interessant ist, ist, dass sie aus dem Unruhsystem kam. Unruhs, das romulanische Gebiet. Seit der Zerstörung von Romulus gibt es einen stetigen Zuwachs von Anhängern der Wiedervereinigungsbewegung und die Vulkanier stehen ihnen offen gegenüber. Der Grund für die klingonischen Angriffe liegt in den beschädigten Dateien. Einige Fragmente deuten auf einen früheren Zusammenstoß mit den Klingonen hin. Allerdings sind die Lücken zu groß, um das zu bestätigen. Ich habe die Logbuchdateien meiner technischen Abteilung zur weiteren Auswertung übergeben. Vielleicht finden meine Softwareingenieure noch etwas heraus, wer weiß. In der Zwischenzeit habe ich befohlen, unseren Flug nach Ramatis fortzusetzen. Wir werden Sie und Ihre Crew anschließend auf Sternbasis 24 absetzen. Sir, mit Ihrer Erlaubnis wird Commander Dex und ich uns alle Daten in der Logbuchfolie ansehen. Selbstverständlich.
Programm vollständig. Armand, was hat das zu bedeuten? Es tut mir leid, Sir. Erklären Sie sich, meine Herren. Einen Teil der Logbücher konnten wir wiederherstellen. Die Vulkanier haben auf einen romulanischen Notruf reagiert. Ein klingonischer Raider hatte ein romulanisches Runabout der Kestrel-Klasse gefunden. Die Vulkanier konnten die Klingonen überwältigen und beamten an Bord des Runabout. Für die Besatzung kam jede Hilfe zu spät. Aber sie konnten das Gerät bergen, hinter dem die Klingonen her waren. Was für ein Gerät meinen Sie? Das ist der Klopfpunkt. Knackpunkt. Knackpunkt? Oh, richtig. Gentlemen. Laut dem Vulkanier besitzt es eine Tal-Shiar-Kodierung. Sie haben es untersucht und es in ihre Schiffe eingebaut. Die Klingonen müssen sie wohl bereits erfolgt haben. Als dann der Angriff erfolgte, setzen sie das Gerät ein. Beim getroffenen Gegner kam es zum Totalausfall aller Primärsysteme. Es muss so etwas wie eine Dämpfungsheldwaffe sein. So etwas, was die Breen während des Dominikriegs verwendet haben. Nur eben ein wenig moderner. Ich erinnere mich. Das Chintoka-System. Die Omega B hätte eigentlich ausgemustert werden sollen. Doch wir benötigten jedes Schiff. Es war mein erster Einsatz als ihr Kommandant. Als ich die Brücke betrat, die unbewegten Reihen der Gegner sah, wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Defiant war damals das Zeichen der Hoffnung für die Sternenflotte gewesen. Captain Sisko und seine Crew waren bisher aus jeder Schlacht als Sieger hervorgegangen. Doch nicht dieses Mal. Diesem einen Tag, dieser einen Schlacht, verloren wir 311 Schiffe, darunter die Omega. Es hieß später, dass Dominion habe uns fliehen lassen, damit wir von unserer Niederlage berichten konnten. Doch ich glaube, sie wollten uns die letzte Hoffnung nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es die Klingonen, die einen Schutz gegen die Waffe der Breen fanden. Wohl wahr, es war ein glücklicher Zufall. Der Chefingenieur der IKS Ktang hatte vor der Schlacht den Tritium-Intermix ihres Warpkerns verändert, da sie ein Problem mit ihrem Eindämmungsfeld hatten. Hat ihnen das Leben gerettet. Sie waren das einzigste Schiff, das davon kam. Die Folgen wären unabsehbar, wenn die Romulaner oder die Klingonen eine Waffe wie diese entwickelt hätten, die mindestens ebenso destruktiv ist. Wir müssen zurück zum Tanuga-System. Dieser dritte Raider, wir haben ihn nicht zerstört, er ist geflohen. Wir sind bereits 5 Stunden unterwegs. Inzwischen durften sie über alle Berge sein. Das lohnt nicht mehr. Vielleicht nicht. Sie waren sehr schwer beschädigt, als uns die Sakuramba erwischte. Krell an Amon, was ist da los? Sir, wir haben einen Stufe 1 Notruf von Sternenbasis 234 erhalten. Die Klingonen greifen die Station an. Verstanden. Bereiten Sie den Quanten-Slipstream vor. Wie es aussieht, muss die Suche nach dem Raider warten. Admiral. Wenn dieses Schiff diese Waffe an sich gebracht hat. Wenn ist das entscheidende Wort hier, Commander. Es tut mir leid. Es leben tausende Föderationsbürger und Offiziere auf der Sternbasis. Ich kann diese nicht im Stich lassen. Ja, Sir. Ich verstehe. Sir, ich habe eine Idee.
Kurs zurück zum Asteroidenfeld liegt an Quanten-Slipstream stabil. Geschätzte Ankunftszeit 11 Minuten. Geben Sie gut auf meine Aquarius Acht. Ich will keine Kratzer sehen. Sie ist brandneu. Aye, aye, Admiral. Viel Erfolg bei Sternenbasis 234. Danke. Omega Ende. Ich kann keine Anzeichen eines getarnten Schiffes ausmachen. Die Reststrahlung des Kampfes und der Warpkern-Explosion stört die Sensoren. Wie Admiral Grell schon sagte, Sie hatten über 5 Stunden Zeit. Das Gebiet, das Sie mit Impuls durchschlagen haben können, ist zu groß. Wir werden sehen. Voller Sensorscan. Mr. Dex, wir folgen dem Standardsuchmuster. Standardsuchmuster. Jawohl, Sir. Ich programmiere die Koordinatenpunkte. Sensoren messen einen Anstieg an Tachyonpartikeln in der Umgebung, weiter ansteigend. Captain! Rufen Sie sie! Hier spricht der Kommandant der Kalesita. Hier spricht Captain Arthur James Capello. Sie befinden sich im Raum der Föderation. Erklären Sie Ihre Anwesenheit. Sehr scharfsinnig, Captain. Wir befinden uns auf einer Bergungsmission. Anschließend begeben wir uns wieder in unseren Raumbereich zurück. Eine Bergungsmission? So ist es. Wir suchen unseren Kommandanten. Er war mit unserem Escortschiff unterwegs und muss wohl durch einen Neutronensturm die Navigationskontrolle verloren haben. Verstehe. Können wir Ihnen bei der Suche helfen, Commander? Ich denke nicht. Aber vielen Dank für Ihr freundliches Angebot. Unseren klingonischen Nachbarn helfen wir gerne. Das wissen wir zu schätzen. Ikta, Ende. Ich denke, wir sollten uns zurückziehen. Schnell! Das sehe ich ebenso. Mr. Dex, bringen Sie uns langsam rückwärts von dem klingonischen Schiff weg und berechnen Sie einen kurzen Warpsprung. Schütze, Waffen laden und feuern.